Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Ausgabe. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, das wird jetzt die heutige letzte Folge vor Ende der Aufnahmesession werden. Also ich habe da jetzt schon echt viele Folgen hinter mir gebracht. Insgesamt müsste es jetzt meine 9. Folge sein am Stück, die ich aufnehme. Und ja, ich hoffe, man merkt meine Müdigkeit jetzt nicht so sehr an. Aber ja, da wir ja jetzt auch schon den Großteil der Nebenaufgaben abgeschlossen haben, ja, habe ich mir überlegt, dass wir jetzt endlich mal weitermachen mit der Hauptstory. Und zwar, indem wir den westlichen, oder beziehungsweise hier von uns aus gesehen, den östlichen Teil von Limgrave noch unter die Lupe nehmen. Ja, dazu gehört halt dieses Gebiet bis hin zu dem Portal, würde ich eigentlich sagen. Also da würde ich das ungefähr eingrenzen. Und mit Leonia machen wir dann anschließend dann weiter, wenn es soweit ist. Ja, also hier machen wir jetzt erstmal wieder einen Cut. Ja, ich habe mir da auch, wie gesagt, schon alles markiert, was ich zu markieren habe. Ne? Also ne, da können wir auf jeden Fall noch so diese ganze Küste noch entlang laufen beispielsweise. Ne, da würde ja uns auch dementsprechend, wie gesagt, auch nicht mehr sehr viel fehlen. Und ja, dann wäre dementsprechend der westliche Teil halt dran, ne? Den wir ja erkunden, ne? Bevor wir dann dementsprechend nach Leyndell aufbrechen. Das ist soweit mein Plan. Oder vielleicht ist das Leyndell? Keine Ahnung. Also das wäre auf jeden Fall unser nächstes großes Ziel, auf definitiv. Aber wir werden uns da noch ein bisschen Zeit lassen, ne? Also von daher, wir müssen uns ja jetzt nicht hetzen. Ne? Wir haben ja natürlich noch diesen Teil noch zu erkunden, ne? Und das ist auch noch ein kleines Stück tatsächlich. Aber wenn ich mir schon so die Karte angucke, dann haben wir ja irgendwie schon einen großen Teil von der Welt bereits erkundet, ne? Also da fehlt eigentlich nicht mehr sehr viel. Es sei denn, es kommen noch neue Maps dazu. Dann ist es ja noch richtig wild. Aber, wie gesagt, wir machen einfach weiter. Und ja, passend dazu habe ich mich hin bei der Heiligenbrücke geportet. Dann können wir ja nämlich von oben dann starten und dann den Weg hier entlang laufen. Ich denke mal, dass die Gegner, die wir jetzt da treffen werden, dass die jetzt nicht so stark oder schwer zu besiegen sein werden, ne? Sollte, denke ich mal, auch mal eine Art Entspannungskur sein. Und passend zum Entspannungskur würde ich sagen, starten wir uns mal mit vielleicht mit einer anderen Waffe aus, um mal ein bisschen, ja, Varianz ins Spiel zu bringen. Und ich würde mal sagen, wir können von mir aus ja, das eisige Beil nehmen. Ja, ich will mal einfach mal ausprobieren, wie der da so performt. Und ja, laufen wir einfach mal durch. Ja, ich kann schon mal vorneweg ankündigen, die nächste Folge wird wieder eine Storytime-Ausgabe werden. Das bedeutet, ich werde dann zu den neu erworbenen Gegenständen da ein bisschen was erzählen, ne? So wie ihr das auch von mir mittlerweile gewohnt seid. Das dürfte dann der 7. Teil sein. Ja, und oh! Okay, jetzt entfacht es wirklich seine wahre Kraft. Alter, wie cool ist das Eisbeil, bitte. Okay, damit können wir Gegner freezen. Das ist krank. Auf jeden Fall. Okay. Nee, weshalb ich da so mit dem Eisbeil spiele, ist einfach mal, dass ich da noch meine Schlagwaffe tatsächlich brauche. Für mein, ja, Waffenarsenal. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon eine ziemlich starke, wenn ich das mal so mal kurz mit euch mal durchgehen kann, haben wir eine starke Schnittwaffe. Wir haben mittlerweile eine gute Schnitt- bzw. Stichwaffe. Mit dem Rapier haben wir auch noch eine Standardwaffe und eine Stichwaffe. Und das wäre noch ganz gut, wenn wir dann noch irgendwie noch eine Standardwaffe hätten. Und eine Schlagwaffe haben wir auch, ne? Und ich würde da mal ein bisschen mal durchgucken. Mal gucken, welcher von denen sich halt besser bewährt. Weil aktuell ist das Eisbeil ganz gut, ne? Beim ersten Mal war ich ja jetzt nicht so begeistert von, aber jetzt macht er doch noch eine etwas bessere Figur. Ja, und damit sind wir nun offiziell bei Limgrave wieder zurückgekehrt. Was? Ach, das ist ein Lagerfeuer. Krass. Okay. Da können wir ja gleich mal hin. Ja, da wartet uns bereits schon ein kleines Ereignis, wo wir definitiv da nochmal darauf zurückgreifen. So, ich werde jetzt natürlich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwas noch Nettes finde, was wir da nochmal kurz mitnehmen können. Naja, für uns geht es ja auch unter anderem darum, rote, halt nochmal goldene Runen zu sammeln. Ja, weil wir ja mittlerweile echt in letzter Zeit sehr, sehr viel verbraucht haben.
Gut, auch zu Recht muss man sagen, ne, für die Levelaufstiege. Aber ja, wir das auch haben. So, jetzt führt uns nach unten. Ey, macht, glaube ich, erstmal nur, macht erstmal Sinn, wenn ich Licht der Gnade irgendwo entdeckt habe. Vorher rühre ich mich da jetzt nicht hin. Aber das Gebiet können wir uns zwar beispielsweise ja schon merken. Genau. Ja. Und wie gesagt, nächste Folge wird dann eine Storytime-Ausgabe. Das dürfte, wenn es mich nicht täuscht, dann wie gesagt Teil 7 sein. Und ja, kündige ich dann schon mal im Vorfeld an, weil bietet sich ja auch dementsprechend auch an, nachdem man dann das alles hier eingesammelt hat. Oh. Schöne Melodie hast du da, was du da spielst. Hallo. Alles gut? Ach so, ist nur ein nomadischer Händler. Ah. Aber eine nette Melodie hast du da gespielt, muss man da sagen. Was hat denn da so ein Angebot? Handbuch 3. Okay. Muss ich mir mal merken. Kurzschwert, helle Bade. Alles klar. Banditenmaske. Schützt sogar ein wenig vor Gift. Alles klar. Und flammende Gespanne. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Ja, das können wir uns mal kaufen. Mehr bräuchte ich, glaube ich, von dir nicht. Ist doch alles gut. Oh, komm, hören wir uns das mal ein bisschen an. Ach ja, es gibt doch harmonische NPCs hier. Meine Güte. Ach ja. Schön, was du da spielst. Muss man sagen. Ja, also da lässt sich auf jeden Fall ganz gut leben. Da können wir mal kurz in die Notiz reingucken, was wir uns da gekauft haben. Ich hoffe, das war jetzt nichts Blödes. Flammende Gespanne. Hütet euch vor den Gespann der Feuermönche, verziert mit dem Antlitz der Riesen. Ein gezielter Schlag auf den oberen Schornstein mag die Wende bringen, aber die Chancen für einen Sturzangriff von oben stehen wahrlich schlecht. Was? Gespann der Feuermönche, verziert mit dem Antlitz der Riesen. Ein gezielter Schlag auf den oberen Schornstein mag die Wende bringen, aber die Chancen für einen Sturzangriff von oben stehen wahrlich schlecht. Ah, es könnte man vielleicht auf diese Wagen hier zurückzuführen sein. Okay, dass man da vielleicht auf den Schornstein vielleicht einschlagen soll. Okay, also ich muss halt echt sagen. Jetzt gibt's Schildkröte am Stiel. Schildkröte am Stiel. Ja, das ist auch, genau. Okay, die Schildkröten lassen sich aber sehr, sehr schnell einfrieren. Okay, es scheint so tatsächlich, dass dieser Effektangriff bei den Gegnern anders wirkt als bei uns. Ich meine, bei uns wirkt sich ja Frost halt insofern aus, dass es halt unsere Ausdauer verlangsamt, also die Regeneration im Allgemeinen da ein bisschen verlangsamt. Und hier. Bei den Gegnern friert es die komplett ein. Geil. Na komm, spielen wir mal ein bisschen tatsächlich mit dem Eisball. Könnte vielleicht gutes Zeug sein. So. Oh, da haben wir nochmal einen Schädel, der einfach wieder aus dem Nichts respawnt ist. Geil. Eigentlich macht es ja mehr Sinn, tatsächlich erstmal die Storytime-Ausgabe zu machen und danach erst, die dämonischen Episode.
Ja gut, ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Gegner sind ja echt ein Witz gerade. Cool. Ach ja, da auch eine Menge Roverfrüchte. Das ist aber eigentlich ganz gut, dass wir jetzt ein paar bekommen, weil, ne, die können wir ja natürlich verkaufen. Bringt uns ja immer 10 Runen pro Stück. Ja, und ich meine, wenn man die halt einfach natürlich so ein bisschen einfach mal so unbewusst einsammelt, dann summiert sich das Ganze ja irgendwann. Ne? Ich meine, bei unserem letzten Verkauf haben wir ja 3400 wiederbekommen. Weil wir 340 Stück in Überschuss hatten. Also, darf man tatsächlich hier, was das angeht, nicht ganz unterschätzen. So, ein paar Erdenblattblumen. Ja. So. Und Ruhe mit dir. Oh, Schild des Sonnenreichs. Sehr schön. Hat sich ja doch gelohnt, gegen die Dinger zu gewinnen oder so. Gut. Ja, ich würde mal sagen, wir folgen einfach mal dem Weg weiter, oder? Ja, aber das ist halt eher jetzt tatsächlich erstmal am sinnigsten. Tatsächlich, wenn wir mal dem Weg ein bisschen folgen würden. Ich meine, so oder so trifft man ja eh, geht man ja eh nochmal, ja, das gesamte Gelände drumherum einmal durch. Obwohl ich das jetzt auch schon zum Teil mache. Nett, nett. So, können wir einmal mal oben kurz lang laufen. Genau, ich halte mich ja auch irgendwie nicht so ganz an das, was ich, gerade vor 5 Sekunden gesagt habe, ne? Ja, wir machen das doch irgendwann mal. Erkunden wir eh alles. Ja, und eine Minute später, zack. So, jetzt erkunde ich hier mal alles hier. Ich kann aber auch irgendwie die Finger nicht davon lassen. Weiß nicht, hier so. Naja, wenn ich halt irgendetwas nicht vollende, dann habe ich immer das Gefühl, dass mir immer der größere Andrang besteht, naja, ihr wisst schon, dass ich dann quasi umso mehr das Ganze herkunden möchte, ne? Oder dass ich das, die Aufgabe halt vollenden möchte, so in dem Sinne. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So. Eigentlich müssen wir ja erstmal eine Karte finden, ne? Können ja auch eigentlich hier nach unten. Obwohl, können wir eigentlich, ne? Ja. Gut, gibt ein paar Pilze, schön, aber ist auch nicht so irgendwie das Gelbe vom Ei tatsächlich. Aber gab es nicht irgendwie irgendein Gebiet, wo wir da jetzt nicht rauskommen gekommen wären? Da, ne? Vielleicht kommt da einfach aus dem Nichts irgendein Bossgegner. Wäre auch irgendwie witzig. So. Trinas Lilie, das ist schon nice. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Ach, krass. Als ob. Als ob. Okay. Übel. Krass, dass ich das vergessen habe. Ey, dass man da von Weitem immer noch was sieht, ne? Was man da immer noch übersehen hat. Das ist schon geil. Irgendwo. Okay. Naja, war jetzt doch nichts Besonderes. Ich denke mal, hier ein Teil dieses Gebietes, da werden wir auch jetzt nichts irgendwie allzu viel finden. Gehe ich mal davon aus. Deswegen können wir eigentlich auch ganz entspannt entlang laufen. Ich meine, es ist immer gut, wenn da Schädel sind, ne? Je mehr goldene Runen wir einsammeln, umso besser natürlich für uns. So, ich glaube schon unser 6. Stück, was wir eingesammelt haben, ne? Weil jede goldene Rune der Stufe 1 bringt uns ja 200, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
So, da haben wir noch ein Schädelchen. Wunderbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Folge verbringe ich halt nur damit, dass ich... Gut, den haben wir aber jetzt gar nicht getötet, ne? Okay. Interessant. Dass da jetzt einfach mal so eine Leiche liegt, ne? Dem ich ja noch gar keinen Berührungspunkt hatte. Vielleicht solltest du uns auf irgendwas hinweisen. Naja. Auf ganz entspannt. So. So, da spielst du ja mal wieder meisterlich am Ruckeln. Also das ist echt schon echt ein bisschen belastend, muss ich sagen. Da laufen wir einfach mal den Weg entlang. Aber es sei nämlich ein Licht der Gnade. Können wir den erstmal auslösen. Vielleicht erhält er uns schon so ein bisschen den Weg. Naja, nicht so ganz. Okay, Randgebiete des Totenwasserdorfs. Na, bin ich mal neugierig. Na komm, gehen wir mal rein. Och, warte mal, ich... Nein! Oh nee, der fliegende Holländer sehe ich von hinten. Och, das ist ja mal... schön! Am Arsch! Warum? Ach, ja gut. Ja, er wird da gleich seine Komplizen rufen. Ich würde mal tatsächlich den Flugmarionettensoldaten einfach mal eine Chance geben. Mal gucken, was die denn so reißen können. Dann bekämpfen wir den, ne? Okay. Ja, wir dürfen uns eigentlich nicht davon ablenken lassen, dass er da jetzt seine Viecher ruft. Naja, mittlerweile wissen wir halt schon Bescheid, wie er kämpft, ne? Und er kämpft echt nicht fair. Ja, okay. Nee. Er hat nur einen von sich fertig gemacht. Oh, Alter. Ja, okay. Die Viecher gehen mir jetzt schon auf den Keks. Ah, jetzt hat er sich mal zurückteleportiert. Schön. Und wo bist du jetzt? Wo bist du? Hallo. Hä? Ja, kann aber ganz gut easy farmen, ne? So, wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten. Okay. Boah. Hat aber seine Kumpels hier, ne? Ja, okay, da sind aber ganz schön viele von denen. Die könnten jetzt ein bisschen nervig werden. Oh, das ist gut. Das ist gut, wenn er sowas auslöst. Mach mal. Geil. Okay, jetzt haut er schon wieder ab. Alles klar. So, wo bist du? Yeah. Nee, warte. Hier bist du ja nicht, ne? Da, ganz hinten. Okay. Ja, also die Strategie ist eigentlich ganz simpel. Eigentlich müsste man den fliegenden Holländer einfach ausschalten. Und zack. So.
Und noch eine Todeswurzel. Nice. Dafür haben wir auch Asche der Skelettmiliz bekommen. Sehr schön. Jo, das war's mit dem toten Wasserdorf. Schön hier. Na gut, der Kappa ist auch nicht außerordentlich schwer gewesen. Ne? Beim ersten Mal, gut, war ja natürlich ein bisschen überraschend. Aber jetzt war das ja easy. Oh, da sind aber noch mehr von denen. Okay, dann... Ja. Gucken wir mal, was wir hier noch so alles finden. Mit Todeswurzel ist immer ein gutes Zeichen. Oh, Entschuldigung. Ich kann dich nicht treffen, sorry. Oh. Schön, dass du extra nach unten kamst. Ich wollte eigentlich zu dir hinrennen, aber wenn du mir so ein bisschen den Weg mehr sparst, das ist ja umso besser für mich, ne? So. Alles klar. Goody, goody. Wollte ich mal nur kurz gucken. Wo? Irgendwo habe ich doch noch was gesehen, was wir einsammeln konnten. Oder können. Ich muss jetzt aber nur kurz gucken, wo. Da, meine Güte. Man kann das aber auch leicht übersehen haben. Ja, aber schön. Nur ein paar Pilze. Jo. Man könnte jetzt sagen, immerhin besser als gar nichts. Aber ja, auch ein bisschen doof hier, ne? So. Dann haben wir hier noch etwas. Ja, Schmiedestein, Stufe 1. Okay, das ist ein bisschen nützlicher auf jeden Fall. Und nochmal zwei Lilien von Trina haben wir noch erhalten. Sag ich auch nicht nein. So. Ah, guck, gab es auch hier irgendwie so eine Treppe gibt, die uns zu irgendeinem Untergrund führt. Stand jetzt sieht das aber eigentlich nicht so aus. Also schlimm sieht diese Gegend jetzt auf den ersten Blick aber eigentlich nicht aus, ne? Ah. Mal. Mach mal eine Rune der Stufe 1. Boah, ich werde ja jetzt schon wieder zum Sammeltrieb hier angeregt. Meine Güte. Was macht das Spiel nur mit mir? So, ich werde mal ganz kurz die Laterne dazu schalten. Weil mich das irgendwie echt ankotzt, dass wir hier in der Dunkelheit irgendwie fast nichts sehen. Oder vielleicht bin ich mittlerweile schon so blind, dass ich, ja. dass ich da ein bisschen brauche. Okay, wir haben... Aua. Ja, kacke. Eigentlich. So, haben wir Glück gehabt. Sehr gut. Okay. Der alte Taube können wir mal in Ruhe lassen. Beziehungsweise die Eule. Da habe ich schon wieder einen schönen Skarabäus gehört, aber den können wir auch erstmal in Ruhe lassen. Wollte eigentlich nur mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Außer noch mehr Leichen. Ah ja, hier ist der. Ja gut, aber es ist ein roter, also bringt uns nicht viel. Meine Fresse, wieso muss es denn immer dunkel sein? Ich verstehe das nicht. Warum? Ist ja so krass dunkel, dass ich da überhaupt nichts sehe, ne? So. Okay, bei dem Teil des Abschnitts waren wir schon, ne? Das heißt, das können wir schon mal abhaken. Hier beim Turm waren wir noch nicht. Aber ich glaube, da ist auch soweit nichts. Also von daher wieder raus. Haben wir hier noch irgendwie einen Geheimgang oder ähnliches? Auch eigentlich eher nach
einem ganz klaren Nein aus. Mal wobei. Okay. Ah. Das ist ja mal interessant hier aufgebaut, ne? Also ob sich hier irgendwie was wieder verbergen würde. Ja, ich meine, hier sind ja halt Motten. Okay, also Gebiete sind auf jeden Fall interessant auf den ersten Blick. So, ein paar Rova-Früchte. Da waren wir ja schon. Also von daher sehen wir auch hier keine allzu großen Überraschungen. So. Hier? Sehe ich eigentlich soweit auch nichts, ne? Eigentlich das Merkwürdige ist ja eigentlich, wir haben ja nicht mal einen Trank wieder bekommen. Also das heißt, irgendwo muss da noch ein Gegner sein, den wir jetzt noch nicht bekämpft haben, anscheinend. Das heißt, irgendwo habe ich was vergessen. Ich weiß aber nur jetzt nicht was. Das könnte mir nach was aussehen. Okay, der Karabäus ist mir eigentlich egal. Hier fehlt uns. Können wir die Blüte einsammeln? Nee. Er ist ja nur zu Deko da. Okay. Okay, also das Totenwasserdorf ist jetzt alles andere als spannend. Also da gibt es nichts Großartiges zu holen. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir einfach mal weiter. Na, wir haben ja noch ein bisschen. Wenn ich da was vergessen haben sollte, dann immer gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn da irgendwas fehlen sollte. Mal Erdenblattblume. Okay. Da könnte noch was sein, ne? Oder ist das noch ein anderes Gebiet? Da könnte noch mal was sein. Was vielleicht auch noch zum Totenwasserdorf dazugehört, aber... Nope. Da ist auch einfach mal literally gar nichts. Also das ist schon wirklich ein bisschen Armutszeugnis. Ja, goldene Rune der Stufe 4 mal hin. Okay, also wenn ich das jetzt als Highlight betite, dann weiß ich auch nicht. Ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich meine, da war wer schon, ne? Da waren wir ja schon. Naja. Okay, spannend ist es hier tatsächlich nicht. Ich habe da noch irgendwas Spannendes gesehen, wo wir da auf jeden Fall nochmal zu Ende der Folge nochmal hin entlang laufen können. Ist halt nur die Frage, ob ich das dann auf die Schnelle wiederfinde. Genau da. Da wollte ich nämlich hin. Oh, da ist ja doch was. Ah, ja, easy. Aber auch hier muss ich das Ganze mit einem Steinschwertschlüssel auflösen. Das können wir eigentlich sogar machen, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, dass dieser Teilabschnitt da auch noch zum Dorf gehört, ne? Ja, diese ganze Ruine gehört ja noch irgendwie mit zum Dorf.
Ich meine, so ein spektakuläres sehe ich hier jetzt nicht mehr, außer dass wir da noch ein paar Runen hier gesammelt haben. Aber jetzt irgendwie nichts im Sinne von einem tollen Gegenstand. Haben wir hier irgendwas? Nee, das ist nur ein Greifvogel, der bringt uns nichts. Spannend wäre es ja irgendwie zu wissen, ob, wenn man hier runterklettert, ob man da noch irgendwas bekommen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eigentlich nur so ein Zwischenweg quasi ist. Jetzt schlägt der Wind an. Schönes Ding. Na gut, guck mal, wie viele Schlüsse wir haben. Boah, 6, okay, das ist ja easy. Wow. Okay, das kommt ja von den Blütenblättern des Erdenbaums, ne? Ich habe ja total vergessen, wie schön damals Limgrave bei Nacht aussah. Nice. Gefällt mir. Hat irgendwie wiederum so einen anderen Touch wie bei Leonia. Aber positiv gemeint dadurch. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, mit noch eins? Ach so, nee, das ist der von vorhin. Ja, gut. Okay, ich muss es machen, sorry. Ja, ein bisschen Frust ablassen hier. Entschuldigung. So. Na komm, nutzen wir meine Steinschwertschlüssel. Zum Glück brauchen wir nur eins. Und ja, dann gehen wir einmal ganz kurz rein. Ich denke mal, das ist jetzt nichts Großartiges. Können wir noch auf der Schnelle noch machen. Okay, eine Menge Schildkröten. Okay. Interessant. Wollen mich die Schildkröten denn auf irgendwas hindeuten, oder? Wie soll ich das verstehen? Objekt aufheben. Ah, grüner Schildkröten-Talisman. Ja, passt doch. Deswegen hat er die vielen Schildkröten. Cool. Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch alle hier heimisch, ne? So. Na, das hat sich ja doch mal gelohnt. Meine Güte, da hat man ja doch noch irgendwas bekommen. Immerhin. So. Damit würde ich, glaube ich, mal sagen, haben wir den toten Wasserdorf ja abgeschlossen. Können wir auf jeden Fall abhaken. Dann befinden wir uns ja auch tatsächlich in der Nähe vom Portal. Ne, also eigentlich macht es ja sogar Sinn, wenn wir da tatsächlich uns zum Richtung Portal aufstoßen. Einfach mal. Und ja. Ne, damit würde ich sagen, schließe ich damit eigentlich die Folge ab. 34 Minuten ist doch ganz nett. Ja, eigentlich können wir uns ja wieder zurückporten, ne? Machen wir einfach mal. Ja, porten wir uns einfach mal zurück. Und ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, kommt eine Storytime-Ausgabe. Ne? Also für diejenigen, die ja so ein bisschen ja das Ganze hier hinter den Kulissen interessiert. Okay. Den Schrei mag ich ganz und gar nicht. Und ja, beim übernächsten Mal, ja. Erkunden wir einfach mal, ja, den Westen von Limgrave dann einfach mal weiter. Ne? Ist ja eigentlich nicht allzu viel. Ja, gucken mal, ob wir da noch irgendwas Spannendes finden können. Ja, wir gucken uns noch mal kurz den Schildkröten-Talisman an, damit wir noch mal kurz einen Blick haben, ob dieser Gegenstand irgendwie brauchbar ist. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Okay. Ja, könnte eigentlich auch ganz gut sein sogar. Könnte eigentlich auch prinzipiell ganz gut sein.
Aber ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und damit verabschiede ich mich von dieser Aufnahmesession, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein!